Hallo, ich bin Dirk Verwein, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht die Serie Canon EOS R Schritt für Schritt weiter und ihr habt abgestimmt auf meinem Kanal. Ihr wolltet als nächstes das Setup-Menü sehen. Ich werde euch das Setup-Menü heute in diesem Video Schritt für Schritt zeigen, welche Einstellungen man vornehmen kann, wofür die eventuell wichtig sind und den einen oder anderen Tipp, beziehungsweise wie ich das nutze, werde ich euch auch noch nennen. Wenn dich das interessiert und das Ganze interessant für dich ist, bleib dran, nach dem kurzen Intro geht's los. Ihr habt entschieden, ihr wolltet als nächstes in der Serie Schritt für Schritt Canon EOS R hier auf dem Kanal das Setup-Menü von mir vorgestellt bekommen. Ja, das werde ich heute machen. Keine Sorge, die anderen Menüs, die kommen natürlich auch noch dran und das AF-Menü und das Aufnahmemenü gibt es hier schon auf dem Kanal. Das verlinke ich euch hier oben, da könnt ihr euch das schon mal anschauen, wenn ihr da noch Interesse dran habt. Hier in dem Video geht es um das Setup-Menü der Canon EOS R heute und ich werde euch wie gehabt hier wieder einblenden, zu welcher Zeit im Video ich auf welchem Karteireiter des Menüs dann unterwegs bin. Dann könnt ihr bei Bedarf da schneller hinspringen und euch die einzelnen Punkte nochmal ansehen, wenn da nochmal Fragen aufgetaucht sind. Fragen, gutes Stichwort, wenn ihr Fragen außerhalb der ganzen Sache noch habt und irgendwo noch Unklarheiten sind, einfach in die Kommentare. Ich lese mir das alles durch, dann versuche ich das Ganze noch zu beantworten. Und ein kleiner Hinweis noch vorab. Ich habe zu den C1 bis C3 Custom-Einstellungen, also die konfigurierbaren Einstellungen, wo wir gleich auch noch zukommen werden, ein extra Video gemacht, genauso wie für die WLAN-Konfiguration und das Firmware-Update, die verlinke ich euch hier auch noch drunter. Die werde ich hier in diesem Video nur am Rande anschneiden, weil, wie gesagt, es gibt schon ein Video, da ist alles gesagt worden. Und da brauchen wir uns dann heute nicht mehr weiter mit zu beschäftigen. Ich würde mich freuen, wenn euch das Ganze interessiert. Und wir fangen jetzt an mit dem Setup-Menü. Schauen wir uns die einzelnen Menüpunkte Schritt für Schritt wieder an. Und dann schauen wir mal, ob wir den einen oder anderen Tipp für euch dann noch unterkriegen. Ja, dann steigen wir auch gleich ein. Hier oben rechts haben wir wieder Setup 1. Ihr kennt das mittlerweile aus den anderen Videos. Hier oben rechts steht immer, auf welchem Karteireiter man sich überhaupt gerade im Menü der Canon EOS R bewegt. Das ist immer ganz hilfreich, gerade wenn man irgendwo Tipps oder so bekommt, dann weiß man, in welchem Karteireiter man das Ganze einzustellen hat. Also hier oben, wir fangen heute an in diesem Video mit Setup 1. Das Ganze fängt dann an hier mit Ordner wählen. Ich habe also die Möglichkeit, mir das auszuwählen, in welchem Ordner denn die Canon EOS R überhaupt die Bilder ablegt. Und ja, Überraschung, da werden die meisten vielleicht von euch im Standard unterwegs sein, aber wie ihr hier seht an meiner Einstellung, man kann hier auch verschiedene Namen angeben, wie wenn man die Karte vorher im Rechner bearbeitet. Das blende ich euch jetzt hier auch noch ein. Und dann hat man halt hier die verschiedenen Möglichkeiten, in diesem Dezim-Ordner sich vorher Ordner anzulegen und kann jetzt hier diese Ordner auch auswählen, um dann die nächsten Bilder dann hier halt entsprechend abzulegen. Und ich habe das hier einfach mal vorbereitet, so einen imaginären Hochzeitsshooting, also Kirche, Empfang, Party und dann hier die Beauty-Shots. Da kann man halt dann sofort die Ordner so anlegen, dass man die Bilder ein bisschen vorauswählen kann oder vorablegen kann und weiß dann genau, wo welche Bilder nachher drin landen und hat dann so eine kleine Vorauswahl. Ich kann hier aber auch kann hier weitere Ordner auch noch wieder anlegen und dann werden einfach ein weiterer Ordner 105 erstellt, wenn ich das mache, und dann habe ich hier 104 und 105 habe ich hinzugefügt. Das Ganze ist natürlich ein bisschen, da gibt es eine kleine Regel, die man einhalten muss bei der Benennung. Ich habe hier immer Ordner 100 ist der kleinste und es geht bis 999, also dreistellig. Und ich kann hier nur fünfstellig die alphanumerischen Zeichen nutzen, wenn ich das am Rechner mache. Und wenn ich es hier in der Kamera mache, ist es hier bei der EOS R immer EOS-R. Da habe ich also keinen Einfluss auf den Namen. Aber man kann sich halt die Karte vorbereiten im Rechner und hat dann die Möglichkeit, da ein bisschen Einfluss drauf zu nehmen und kann dann beim Shooting halt eine kleine Vorauswahl schon mal treffen und die Bilder entsprechend vorsortieren. Dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, das ist die Dateinummer. Und ihr wisst, die einzelnen Bilder, die Aufnahmen in der Canon EOS R werden ja durchnummeriert. Die kleinste Nummer ist halt die 0001 und das geht dann hoch bis 9999 und im Standard
macht die Canon es so, die nummeriert einfach durch. Das ist hier diese Reihenaufnahme. Ich hoffe, das ist die richtige Abkürzung dafür. Keine Ahnung, wo es sonst steht. Aber man kann das auch auf Auto setzen und dann wird immer bei Bild 1 angefangen, wenn ich eine Karte wechsle, beziehungsweise wenn ich halt formatiere. Ich habe das immer auf Reihenaufnahme. Man kann es dann auch hier, wenn man möchte, manuell resetten. Dann fängt er dann spätestens an, wieder von vorne zu nummerieren. Da gibt es auch ein kleiner Hasenfuß. Da sollte man vielleicht mal dran denken, besonders wenn man jetzt hier den einen oder anderen Tipp mitnimmt und was ausprobiert. Wenn ich Ordner 999 angelegt habe und das 9999. Bild da drin abgelegt habe von der Nummerierung, meldet die Kamera, dass die Speicherkarte voll ist. Das ist dann aber nicht so. Dann ist einfach die Kamera nicht mehr in der Lage, ein neues Bild anzulegen, weil sie halt in der Fortnummerierung nicht mehr weiß, wo es hin soll. Und da muss man halt manuell eingreifen, einen anderen Ordner wählen, einen neuen Ordner anlegen oder wie auch immer die Situation auflösen. Nur das als kleiner Hinweis, wenn man das Problem mal bekommt. Als nächsten Punkt haben wir hier schon den Dateiname und auch hier seht ihr, ich habe hier mir den Standard überschrieben, der da normalerweise möglich ist, und es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, die Dateinamen in der Canon EOS R vorzubelegen. Einmal habe ich hier eine Werkseinstellung, die sollte bei euch auch durchaus anders sein. Bei mir ist das 4C8A, das sollte bei euch ein anderes sein. Keine Ahnung, wo das bei der Canon her abgeleitet wird. Auf jeden Fall, bei mir ist es diese Nummer. Und dann kann man zwei Nutzereinstellungen konfigurieren. Und ich habe hier EOS R stehen als Buchstabenkombination. Man hat dann die Möglichkeit, das der Nummerierung vorwegzustellen. Und das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Also wenn ihr die Bilder euch am Rechner anguckt aus der Speicherkarte, haben die halt immer eine Buchstabenkombination und dann halt die Nummer, die wir gerade besprochen haben. Und ich kann halt der Nummer dieses EOS R vorstellen, oder hier habe ich eingestellt ER plus Bildgröße. Das ist dann ein Kürzel, wenn ich verschiedene Bildgrößen im Aufnahmemenü gewählt habe, wird dafür ein entsprechendes Kürzel gesetzt, um dann halt das zu identifizieren. Da gibt es auch wieder eine kleine Einschränkung, wenn ich hier die Nutzereinstellung bearbeite. Ich habe bei der ersten Nutzereinstellung habe ich nur 4 Buchstaben zur Verfügung. Und der erste Buchstabe darf kein Unterstrich sein. Und die meisten werden jetzt wahrscheinlich auch wissen, warum. Wer schon mal im Adobe RGB in der Kamera seine Aufnahmen gemacht hat, der weiß, die Kamera setzt, wenn ich Adobe RGB verwende, immer als erstes Zeichen einen Unterstrich in den Namen, damit man das ein bisschen unterscheiden kann. Und deswegen kann ich halt hier selber keinen manuell einen Unterstrich setzen. Auch wenn ich hier EOS R jetzt zum Beispiel reingeschrieben habe, wird das eh nachher, wenn ich Adobe RGB nutze, weggemacht und ein Unterstrich dafür gesetzt, und dann steht da eben nur noch OSR. Aber trotzdem sehr hilfreich, da kann man sich ja natürlich das ein oder andere Sinnige einfallen lassen, gerade wenn man mit zwei Kameras auf einer Hochzeit oder wo auch immer shootet, hat man hier halt die Möglichkeit, anhand des Dateinamens sich einen individuellen eindeutigen Namen zu belegen, damit man halt die Bilder genau erkennen kann, ohne groß in die EXIF-Daten rumkramen zu müssen. Mit welcher Kamera ist das denn jetzt überhaupt geschossen? Gerade wenn man dann alle Speicherkarten irgendwo abgelegt hat, vielleicht ein Backup während einer Hochzeit gemacht hat, dann hat man halt da die Möglichkeit, sofort zu sehen, guck mal, das ist jetzt das Bild, was ich mit der EOS R geschossen habe. Um den Namen dann auszuwählen, muss ich hier auch nochmal auf den Dateinamen explizit klicken und dann hier mir die Vorauswahl auswählen. Ich wähle jetzt hier die EOS R aus. Hier kann ich halt nur die beiden Punkte einstellen. Hier oben, das wird oft vergessen, kann ich nochmal draufklicken und dann halt die drei Varianten, die mir zur Verfügung stehen, auswählen und dann halt die entsprechende Auswahl bestätigen. Dann kommen wir hier schon zum automatisch Drehen, und das habe ich auf ein und ein für Kamera und Computer heißt das. Das kann ich auch einstellen, nur auf dem Computer, und auf aus heißt nichts anderes. Die Kamera gibt dem Bild sofort mit, dass es hochkant oder ja, im Querformat geschossen wurde oder Hochkantformat geschossen wurde, also Porträtmodus, um dann halt in der Software sofort richtig angezeigt zu werden, also dass die automatische Drehung durchgeführt wird. Das kann man auch ausschalten.
Ich habe hier in der Serie viel gelernt, auch von euch durch eure Kommentare. Vielen Dank an dieser Stelle auch dafür. Wenn ihr da eine Idee habt, warum das automatische Drehen vielleicht auf Aus ist und was da sinnvoll dran sein kann, wenn es vielleicht auf einer L-Schiene fest montiert ist und man da, obwohl ich glaube, da wird es auch noch richtig dann eingestellt oder angezeigt. Wer da eine Idee hat, kann mir das ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Für solche Sachen bin ich immer dankbar und ich lerne auch durch solche Sachen dann wieder dazu. Karte formatieren ist natürlich einer der Punkte, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Wenn man eine neue Karte mit der Canon EOS R nutzt, sollte man die vorher, meine Empfehlung auch immer vorher, in der Kamera formatieren. Hier, wenn ich dieses Format niedrige Stufe nicht aktiviert habe, wird eigentlich nur, das ist der technische Aspekt, das Inhaltsverzeichnis der Kamera bzw. der Speicherkarte gelöscht und die wird dann wieder als leer angezeigt und die noch belegten Sektoren werden eventuell dann neu beschrieben. Wenn ich hier auf Format niedrige Stufe gehe, werden auch die einzelnen Sektoren der Kamera neu geschrieben und gelöscht. Und ja, da gibt es eigentlich selten gute Gründe für, außer die Karte macht irgendwann mal Probleme oder so, dann kann man das mal machen. Ansonsten empfehle ich euch immer, lasst die Finger davon. Weil wenn ihr diesen Haken auslasst und mal formatiert und oder aus Versehen vielleicht formatiert, habt ihr die Möglichkeit über eine Software, und da verlinke ich euch gerne hier das Video auch zu, die habe ich ja mal auf dem Kanal vorgestellt, da kann man halt auch formatierte Speicherkarten oder die Bilder von diesen formatierten Speicherkarten wieder herstellen, wenn man im ungünstigen Fall mal aus Versehen eine Karte gelöscht hat, also von daher diesen Haken nur mit Bedacht auswählen und dann das Format niedrige Stufe wirklich nur in Ausnahmefällen durchführen. Dann sind wir auch schon bei der Karteikarte 2 bzw. im Setup-Menü 2 und da geht es hier mit dem Eco-Modus weiter. Und wenn ich den einschalte, passiert nichts anderes, als dass das Display nach 2 Sekunden ein bisschen abgedunkelt wird und nach 10 Sekunden wird es halt ausgeschaltet. Das ist halt, wenn man auf dem letzten Akkustand unterwegs ist und dann wirklich die letzte Energie noch sparen muss, damit man vielleicht noch über den Tag kommt, ist das vielleicht eine sinnvolle Einstellung. Ich habe mittlerweile mir ein paar Ersatzakkus zugelegt und das müssen auch nicht mehr die Originalen sein. Ich habe hier diese Baxter, die kennt ihr vielleicht, die sind nicht ganz günstig und damit habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Ich lege mir lieber ein zusätzliches Akku in die Tasche und verzichte auf solche Einstellungen. Ich kann mir auch nicht so vorstellen, dass es dann wirklich so viel an Strom spart und man dann so viel länger über den Tag kommt. Von daher, ich versuche immer ein frisches Akku in der Tasche zu haben und versuche auf solche Sachen dann halt zu verzichten. Dann habe ich hier noch den Stromsparmodus und dann gibt es auch drei Varianten hier. Display aus, automatisch abschalten und Suche aus. Dieses Display aus, das kann man zum Beispiel auf 30 Minuten setzen und das ist wieder eine relativ praktische Sache, wenn ich irgendwo hier so ein Setup vorbereite, wenn ich Video filme oder andere Einstellungssachen mache, Belichtungssituationen beurteilen muss und ja, dann ist 3 Minuten vielleicht manchmal zu kurz, dann geht das Display wieder aus, ich gucke drauf, ich muss erst wieder den Modus beenden und von daher kann man sich das eventuell hochsetzen, man kann es nicht ganz deaktivieren, aber 30 Minuten ist auch schon eine angemessene Zeit. Das automatische Abschalten, das kann man sogar deaktivieren, also dann schaltet sie gar nicht ein, wenn man dann halt im Dauerbetrieb bleiben möchte beim Einstellen, im Studiobetrieb oder wo auch immer, kann ich mir hier das automatische Abschalten komplett deaktivieren, wenn es sinnvoll ist oder auch verlängern oder verkürzen. Und ich kann auch getrennt den Sucher abschalten, wenn ich zum Beispiel im Display-Modus arbeite und sage, den Sucher, den brauche ich jetzt heute definitiv nicht. Schalte mir den nach einer Minute aus oder so, kann auch ein bisschen Strom sparen und kann man dann sich auch noch konfigurieren. Dann kommen wir zum Punkt Display-Helligkeit und da sollten bei einigen schon die Alarmglocken jetzt angehen. Wenn ich die Display-Helligkeit natürlich umstelle, was passiert? Ich beurteile das Bild vielleicht nicht mehr richtig, von daher spätestens da sollte man sich überlegen, das Histogramm dazu zu schalten, um dann wirklich eine richtige Beurteilung der Belichtung vornehmen zu können. Weil dann kann man sich nicht mehr aufs Display verlassen, weil wenn ich hier die Belichtung oder die Leuchtkraft des Displays hoch oder runter drehe, habe ich vielleicht einen ganz anderen Eindruck vom Bild und da sollte ich auf jeden Fall schauen, dass ich das irgendwie wieder so
eingestellt bekomme, beziehungsweise so ein gutes Gefühl da drin bekomme, dass ich das Bild richtig beurteilen kann, die Belichtung, dann kann man sich halt da nicht mehr so ganz drauf verlassen. Ja, warum verstellt man sich eventuell überhaupt das? Die Displayhelligkeit ist natürlich, wenn ich gerade nachts draußen fotografiere oder so, kann es im Standard ein bisschen zu hell sein, oder wenn ich in der Sonne fotografiere, vielleicht auch zu dunkel. Da macht es natürlich auch durchaus Sinn. Man sollte das nur wirklich sehr bewusst machen und wenn es nicht nötig ist, dann auch wieder auf den Standard zurücksetzen. Dann kriegt man das, meiner Meinung nach, das beste Gefühl dafür, wie die Belichtung nachher tatsächlich beim Bild wird. Noch mehr Gefahr, meiner Meinung nach, ist das hier mit dem Anzeigefarbton. Da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, die Farben ein bisschen mehr anders darstellen zu lassen. Die werden dann etwas wärmer oder kälter dargestellt. Auch hier seid vorsichtig damit. Da muss man ein bisschen aufpassen, ob das Ganze dann so passt, wie man das haben möchte. Man beurteilt dadurch natürlich schon mal ganz gerne ein Bild anders, gerade wenn man sich dann den Bildstil in der Kamera für die JPEG-Entwicklung eventuell schon umgestellt hat und dann noch diesen Anzeigefarbton darüber haut, dann kann man da zu komplett falschen Ergebnissen kommen. Und von daher passt ein bisschen auf, wenn ihr solche Sachen euch hier verstellt, damit es dann nicht zu großen bösen Erwachen nachher kommt, wenn ich da irgendwann ein Bild gemacht habe und die Farben komplett anders sind, als ich das erwartet habe. Das wäre dann ärgerlich. Dann kommen wir zu Datum, Zeit und Zeitzone. Und hier habe ich halt die Möglichkeit, mein Datum, meine Uhrzeit einzustellen. Ich habe hier die Winterzeit an, wenn ich das habe. Und hier die Zeitzone steht auf Paris. Das sollte bei euch auch alles korrekt sein. Das ist halt dafür da, dass die Bilder halt die richtigen Zeiten beim Aufnehmen mit übernommen bekommen. Dann habe ich hier noch die Sprache. Ich habe ein ganzes Set an Sprachen zur Verfügung. Der ein oder andere nutzt gerne auch die Kamera in Englisch im Standard. Oder man kann sie halt in seiner Sprache, gewünschten Sprache einstellen. Für mich ist das hier Deutsch und das bleibt auch so. Ja, dann kommen wir schon zu Setup 3 und da fängt das gleich an mit dem Videosystem für PAL. Und wer sich intensiver mit dem ganzen Videofilm auseinandergesetzt hat, der wird wissen, wie wir hier in Europa nutzen aus der Historie heraus das PAL-Bildsystem, aber es gibt auch in Amerika das NTSC-System und der größte Unterschied ist einfach in der Anzahl der Bilder pro Sekunde, die aufgenommen wird, und bei uns ist das 25 und bei den Amerikanern ist das also im Standard eher 30 und ja, da kann man die Kamera halt auch drauf trimmen, in welchem Aufnahmemodus man eigentlich arbeiten will und man sieht, wenn ich jetzt hier NTSC ausgewählt habe und dann in dem Aufnahmemenü gehe. Da muss ich natürlich noch die Kamera eben auf Videomodus stellen. Und wenn ich jetzt hier mir einen Videoaufnahmemodus auswähle, sehe ich, jetzt habe ich hier auch Auswahlmöglichkeiten, die ich für NTSC nötig habe. Und wir leben ja in der normalen Welt. Ich produziere hauptsächlich zum Beispiel hier für YouTube. Und da ist der ein oder andere auch unterwegs, der sagt, ich möchte aber lieber mit 30 Bildern pro Sekunde arbeiten oder mit 60 Bildern pro Sekunde. Und diese Möglichkeiten habe ich halt auch mit der Canon EOS R. Wenn ich die Kamera auf NTSC umstelle, stehen mir diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Und es gibt ja auch ein Video zu den Videoeinstellungen auf meinem Kanal. Da habe ich auch meinen Senf dazu mal abgegeben, wo das vielleicht Sinn macht. Ihr wisst das hier mit der 180-Grad-Regel, dass eventuell der Shutter dann schneller eingestellt werden muss. Man braucht eventuell mehr Licht oder bei PAL halt weniger. Von daher ist es halt eine Überlegung, in welchem Modus man arbeitet. Ich habe das hier auf PAL stehen. Da sind wir wieder bei PAL. Ich habe es auf PAL stellen. Ich arbeite hauptsächlich mit 25 Bildern pro Sekunde, erziele meiner Meinung nach gute Ergebnisse. Wenn ihr das anders seht, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Interessiert mich. Arbeitet ihr auf NTSC mit der Canon EOS R? Was sind eure Gründe dafür? Ja, kommen wir zum nächsten. Hier haben wir noch die Touch-Steuerung. Und die Touch-Steuerung, da kann ich einstellen, wie empfindlich das Display auf Berührung reagieren soll. Das habe ich hier auf Standard, das kann man auch auf empfindlich oder gar auf deaktivieren, dann ist es wie eine Sony-Kamera fast. Also dann kann ich das Touch kaum nutzen in der Menü bzw. in anderen Einstellungen. Ich habe es hier auf Standard stehen und komme da gut mit zurecht. Jetzt hier im Winter hat der ein oder andere halt vielleicht auch die
Handschuhe mit den extra Kappen, um die Displays zu bedienen. Da kann es vielleicht auch mal sinnvoll sein, da mal reinzugucken, ob das dann entsprechend damit auch noch besser funktioniert und man das etwas bessere Ergebnis damit erzielt. Dann weiß man auf jeden Fall, wo man da zu gucken hat. Dann haben wir hier als nächstes schon den Piepton und ich habe den auf deaktivieren. Man kann den auch auf aktivieren oder auch nur fürs Touch-Display aktivieren, beziehungsweise nur fürs Touch-Display deaktivieren. Entschuldigung, so rum ist richtig. Ich habe es generell auf deaktivieren stehen, weil wenn ich mal den Zeilen-Shutter halt benutze, möchte ich nicht dann, dass die Kamera mir das Scharfstellen, das Fokussieren nochmal extra quittiert oder andere Sachen. Von daher, man kriegt auch meiner Meinung nach immer ein optisches Feedback, wenn da scharf gestellt wird, entweder mit einem grünen oder blauen Kästchen. Von daher vermisse ich da nichts wirklich. Und den einzigen Einsatzzweck, den ich da immer sehe, ist, wenn man mit Fernauslöser eventuell arbeitet, dass man dann weiß, die Kamera hat jetzt fokussiert und man kann eventuell über den Fernauslöser jetzt das Bild komplett durchdrücken und schießen. Dann weiß man auf jeden Fall, dass es eine scharfen Punkt gefunden hat, beziehungsweise den Punkt, den man ausgewählt hat, auch scharf gestellt hat. Aber im Standard ist es bei mir halt auf deaktivieren. Info-Akkuladung. Ich habe hier wird der Akku angezeigt, hier natürlich ein LPE6N. Der hat noch 61% Akkuleistung. Der Auslösezähler ist auf 11, also ich habe 11 Fotos mit dem bis jetzt gemacht. Und die Aufladeleistung ist bei 3 Kästchen auf grün, das kann auch rot werden, dann sollte man anfangen, den Akku vielleicht nicht mehr zu benutzen. Dann ist die Leistung, die Ladeleistung nicht mehr ganz ideal. Schreibt Ken und empfiehlt halt den Austausch des Akkus und diesen dann halt nicht mehr zu verwenden. Ich habe hier unten auch noch eine Info, die ist dafür gedacht, ich kann mir verschiedene Akkus ablegen und dann immer mal wieder speichern, bei welchem Akkustand ich die zuletzt benutzt habe. Das ist gerade, wenn ich auf einer Hochzeit oder anderem Event fotografiere, wenn ich mit verschiedenen Akkus arbeite, kann ich mir die alle ablegen. Und wenn ich dann einen tauschen muss und ich mir die eventuell nummeriert habe mit der Nummer, die hier angezeigt ist, ich notiere mir die dann hier drauf vielleicht mit Stift oder was auch immer. Das müsst ihr für euch sehen. Auf jeden Fall, dass es dann eindeutig identifizierbar ist. Und dann habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, ah, der Akku, der hat halt noch 60%, ich brauche die nicht alle durchprobieren und habe dann die Möglichkeit zu sehen, ich kann diesen Akku eventuell nutzen, wenn der andere dann zu Neige geht. Kleinerer, bitterer Beigeschmack mal wieder, das geht natürlich nicht mit so Nachbauakkus, die werden bei mir alle unter einer Nummer gehalten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob da alle Fremdhersteller die gleiche Nummer irgendwie auf ihrem Chip eingebrannt haben oder ob ihr mehr Glück habt, da unterschiedliche identifizieren zu können. Bei mir werden halt der Originalakku und alle anderen Fremdhersteller unter einer Nummer nur angezeigt. Von daher kann ich die Einstellung nicht nutzen. Vielleicht für den einen oder anderen auch ein Grund, sich nur Originalakkus zuzulegen. Für mich ist das nicht ganz so wichtig. So, dann kommen wir zum Punkt Sensorreinigung und die habe ich hier bei der automatischen Reinigung bei Ausschalten aktiviert. Das ist die Standardeinstellung. Jedes Mal, wenn ich die Kamera ausschalte, schüttelt die einmal den Sensor durch und reinigt den von Staub und Dreck. Ich kann das hier auch auf Aktivieren setzen, dann wird es beim Ein- und Ausschalten gemacht oder deaktivieren, dann muss ich es halt manuell machen, wenn ich da Bedarf sehe. Und ich kann es dann hier auch auf Jetzt reinigen setzen und dann wird halt eine manuelle Sensorreinigung durchgeführt. Ken empfiehlt, die Kamera auf den Tisch zu legen dafür, auf einem harten Untergrund, wahrscheinlich weil dann die Reinigungsleistung höher ist. Und Ken schreibt auch, wenn es dann beim ersten Mal nicht geklappt hat, braucht man kein zweites Mal zu probieren, das wird dadurch nicht besser. Unter dem Menüpunkt verwirkt sich aber auch, als kleiner Hinweis noch zusätzlich, die ganze Dead-Pixel-Geschichte. Ich weiß nicht, ob einer von euch da vielleicht schon mal ein Problem mit hatte und im Sucher oder auf dem Live-View kleine rote Punkte gesehen hat, obwohl man eventuell einen Objektivdeckel auf seiner Kamera hatte. Das sind sogenannte Dead Pixel und die Canon hat ein entsprechendes Programm ab Werk. Das haben die alle schon gehabt. Also selbst meine 70D und so hatte das schon. Und dann kann man über diesen Punkt ein Programm aufrufen, was dann automatisch dafür sorgt, dass diese weggerechnet oder nicht mehr angezeigt werden. Da braucht ihr auch keine Panik haben. Das ist in der digitalen Fotografie ein gängiges Problem leider.
Und jede Kamera bringt da so sein Korrekturprogramm mit. Bei der Canon ist es hier unter Jetzt reinigen. Manuelle Reinigung ist dafür da, für die Leute, die tatsächlich mit einem Reinigungsset, so wie diesem hier, das ist jetzt wohl für APS-C, aber das gibt es natürlich auch für Vollformat, das sind solche Stäbchen, da kann man seinen Sensor halt mit reinigen. Da kann ich euch gerne mal ein Video zu machen, wenn das mal wieder eine Gelegenheit gibt. Da, bei Canon gibt es das leider oder Gott sei Dank nicht so häufig. Aber dann wird halt der Objektivschutz auch von der Canon geöffnet. Man kann auf den Sensor gucken und dann halt mit einem entsprechenden Set und mit den Pads halt sein Sensor nass reinigen. Da ist ein bisschen Vorsicht bei geboten. Ich habe das aber bis jetzt oder mache das immer selber und hatte da noch nie Probleme. Schickt die dann nicht extra für ein und ja, kann ich euch gerne ein Video zu machen. Wenn ihr das macht, hier ist manuelle Reinigung, ist der entsprechende Punkt dafür, damit die Canon ihren Verschluss öffnet, damit man überhaupt an den Sensor rankommt. Dann haben wir als nächstes schon den Punkt HDMI-Auflösung. Das ist halt, wenn ich ein externes Gerät per HDMI anschalte, so wie ich das jetzt hier wieder gemacht habe, um euch das Ganze hier zu zeigen. Da kann ich hier die Ausgangsauflösung einschalten. Die ist jetzt hier auf automatisch. Moderne Geräte erkennen normalerweise die Auflösung und können dann halt sich darauf einstellen. Und wenn das nicht klappt, kann ich die Kamera halt auch runterdrehen auf 1080p und dann fällt es dem Empfangsgerät ein bisschen einfacher, eventuell sich mit der Kamera zu verbinden. Das gleiche gilt hier für die HDMI-HDR-Ausgabe. Da kann es sein, dass HDR nicht unterstützt wird. Deswegen habe ich das hier auch auf Aus. Und man kann es einschalten. Und dann, wenn man Probleme hat bei der Verbindung per HDMI mit der Kamera, mit einem Wiedergabegerät, kann man hier ausprobieren, ob man da eine vernünftige Kombination mit erreichen kann. Kommen wir schon zu Setup-Menü 4. Das ist alles, was mit den Anzeigen und Display, also Display-Informationen so zu tun hat. Da kann ich mir das ein bisschen anpassen und meinen Geschmack entsprechend einrichten. Und das erste ist hier die Anzeigeaufnahme-Info. Da kann ich halt die Bildschirm-Info-Einstellungen mir anpacken. Wie ihr wisst, wenn ich auf Info klicke, kann ich ja verschiedene Anzeigen durchschalten. Und ich kann hier halt mir Haken setzen, welche ich überhaupt haben will. Wenn ich zum Beispiel die 5 gar nicht sehen möchte in meinem beim Durchschalten und die immer wieder überspringe, weil ich sie eigentlich nicht brauche, kann ich einfach den Haken wegnehmen und dann wird halt die nicht mehr angezeigt. Das ist ganz praktisch, wenn man genau weiß, ich nutze vielleicht nur 2-3 Stück. Und ihr seht schon, bei 1, 2 und 3 kann ich hier unten auch noch Info-Bildschirm bearbeiten, also auf Info-Taste kann ich mir hier noch sagen, welche Informationen möchte ich denn überhaupt hier angezeigt bekommen. Und hier oben habe ich die zwei Balken, da kann ich sagen, ich möchte diese Anzeige, welchen Aufnahmemodus und Batteriekapazität ich habe, ein- und ausblenden. Hier habe ich halt die Anzeigen für Verschlusszeit, Blende und Überbelichtung oder Belichtungskorrekturangabe. Die kann ich hier auch aus- und einschalten. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, rechts und links noch die Einstellungen mir einblenden zu lassen. Ich kann die Touch-Bedienung dieser einzelnen Elemente aus- und eindrücken und hier das Histogramm ein- und ausschalten. Und auch die Wasserwaage kann ich noch manuell konfigurieren. Also ich kann mir das relativ frei gestalten und die Anzeigen, die ich halt nicht haben will, die kann ich halt auch ausblenden. Und wenn da irgendwas mal fehlt, die Wasserwaage oder das Histogramm, das ist immer ein guter Anhaltspunkt, um da einfach mal zu gucken, ist die denn da überhaupt eingeschaltet. Es gibt aber auch Kombinationen. Wenn ich zum Beispiel die Belichtungssimulation deaktiviert habe, dann wird das Histogramm zum Beispiel nicht angezeigt. Oder wenn ich im Verfolgungsautofokus bzw. in der Gesichtserkennung bin, ist die Wasserwaage auch nicht vorhanden. Aber das weiß man nachher mit der Zeit. Und wenn es dann hier eingeschaltet ist und trotzdem nicht angezeigt wird, dann muss man halt dann nochmal an den anderen Stellen entsprechend gucken. Aber hier sollte man das Ganze dann auch nochmal kontrollieren. Das Ganze gibt es auch nochmal für den Sucher. Man kann das also auch hier wieder sagen, da habe ich drei verschiedene Möglichkeiten, Infobildschirme mir im Sucher zu konfigurieren. Hier kann ich dann auch bei 2 und 3 mir auch wieder die einzelnen Informationen, hier aber dann nur die Seitenanzahl, das Histogramm und die Wasserwaage ein- oder ausschalten und kann dann sehr individuell meine Informationen mir anzeigen lassen oder halt auch nicht.
Als nächstes kommt dann die Sucher-Vertikal-Anzeige. Da kann ich halt einstellen, sollen die Anzeigen, wenn ich hochkant fotografiere, mitgedreht werden oder sollen die einfach so bleiben, wie sie standardmäßig sind, also im horizontalen Modus. Ich habe es hier auf vertikal anzeigen. Ich finde das praktischer, komme da besser mit zurecht, dann bleiben sie halt wie im. Ja, man kann sie halt besser beurteilen und man muss sich da nicht umdenken. Hier auf der Gitteranzeige kann ich mir noch verschiedene Hilfsmittel zur Bildkomposition eintragen, einblenden lassen. Ich habe hier das 3:3 Gittersystem mit einer Diagonalen eingeblendet. Ich kann das aber auch noch 6:4 oder nur das Gitter einblenden oder auch alle Anzeigen ausmachen. Aber ich finde das mit der Diagonalen relativ praktisch, um dann halt bei der Komposition ein bisschen so ein bisschen nach führenden Linien und so zu suchen. Und das hilft mir relativ gut dabei. Dann habe ich hier noch die Anzeigen fürs Histogramm. Hier kann ich einstellen, soll das Histogramm nur die Helligkeit anzeigen oder auch den RGB-Modus. Also dann werden die drei verschiedenen Rot, Grün, Blau Felder oder Farbverteilungen für sich angezeigt im Histogramm. Ich habe das hier auf Helligkeit, die Farbverteilung interessiert mich nicht so wirklich und ich kann das auf klein oder groß einstellen, wie groß halt das Histogramm im Display angezeigt wird. Finde ich relativ praktisch, wenn es klein ist, dann überlagert es nicht so viel und man hat die anderen Informationen bzw. das eigentliche Motiv noch ganz gut im Blick und kann damit ein kleines Bild erhaschen, wie es dann ungefähr dann halt so aussieht. Dann habe ich hier, das ist wieder, ja, ich habe kein RF-Objektiv immer noch nicht, ihr wisst das. Ich habe hier die Fokus-Entfernungsanzeige im F-Modus. Das geht leider nur, wenn man RF-Objektive benutzt. Ja, ein Klick darauf gibt den Hinweis nochmal, dass es mit dem angebrachten Objektiv nicht zur Verfügung steht. Ja, wer weiß, was kommt, vielleicht habe ich es ja bald. Dann werde ich das auch mal ausprobieren, wenn einer das von euch schon hat. Kann er mir gerne davon berichten, ist die Anzeige hilfreich. Kann ich mir gut vorstellen, aber gut, im Moment muss ich noch drauf verzichten. Ja, dann sind wir hier bei der Anzeigeleistung, bei der Setup-Karte 4. Und da gibt es einmal die stromsparende Variante und die flüssige Variante. Ich habe es auf flüssige Variante stehen. Stromsparend, ich bilde mir dann ein, das nervt, das Ruckeln. Und ich habe dann, wie gesagt, lieber ein zusätzliches Akku dabei, anstatt dann meine Kamera auf Eco-Modus und solche Sachen einzustellen. Aber hier kann man das Ganze auf Strom sparen noch einstellen. Dann haben wir hier noch den Sucher-Anzeigeformat. Ich kann mir das Bild im Sucher ein bisschen kleiner einstellen. Für manche Leute ist das, wenn das zu groß im Sucher angezeigt wird, schwieriger, die Bildkomposition zu beurteilen. Hier habe ich dann halt die Möglichkeit, das entsprechend dann größer und kleiner zu machen, wer Bedarf dran hat, in dem Sucher-Anzeigeformat. Dann kommen wir auch schon zur Anzeigeeinstellung, das ist hier der Menüpunkt und hier kann ich die automatische Erkennung, ob der Sucher oder der Bildschirm verwendet werden soll, abschalten. Das ist ja auch so eine Sache, wo ich immer sage, das stellt einfach zu schnell um, wenn ich mit der Hand irgendwie das Touch-Display bediene, dann geht zu schnell auf dem Sucher, es dauert dann immer, bis es dann wieder zurückspringt. Und hier habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, das soll manuell funktionieren und ich will immer den Sucher oder immer den Bildschirm nutzen. Den kann ich halt hier entsprechend auswählen. Dann wird auch nicht mehr automatisch umgeschaltet und das Problem ist behoben. Gerade wenn ich jetzt hier so filme und den Sucher definitiv nicht brauche, aber dann besonders oft dann auch auf das Display irgendwie Einstellung vornehmen muss, ist es ganz praktisch. Dann kann ich halt die entsprechende Einstellung vornehmen und habe dann halt dieses Problem auch nicht und wieder ein Problem weniger in der Bedienung. Und man kann ja auch, und da kommen wir bei den Custom Functions, wenn ich das Menü dann noch bespreche hier auf meinem Kanal zu, da kann ich mir auch eine Taste belegen und dann sagen, das soll manuell umgeschaltet werden, damit man dann halt eine Taste hat, um schnell zwischen Bildschirm und Sucher umschalten zu können. Dann kommen wir hier noch auf die Hilftextgröße und die steht hier auf klein. Die kann man aber auch Standard setzen, denn man sieht schon hier, es ist ein bisschen angedeutet, es gibt an den verschiedensten Stellen in den Menüs immer die Möglichkeit, per Info sich dann Hilftext einzublenden. Und hier kann ich halt sagen, dass die Schrift kleiner oder größer sein soll. Wenn die kleiner ist, brauche ich weniger scrollen. Und wenn ich Augenprobleme habe, so wie ich, ist es vielleicht ganz sinnvoll, dann auch mal das auf Standard zu lassen. Dann kommen wir hier auch schon zu Setup-Menü 5 und wie eingangs erwähnt, die Sachen zur
Kommunikation, also WLAN-Verbindung mit der Ken Connect App, habe ich in einem anderen Video bereits besprochen und erklärt. Das verlinke ich euch hier gerne nochmal drunter und hier in die Infocard, wer da Interesse dran hat. Hier gehe ich da nicht mehr ganz genau drauf ein. Wie gesagt, ich habe ja alle Möglichkeiten zur WLAN-Einstellung und wie ich meine Kamera mit einem WLAN und dann über Smartphone bzw. PC verbinde, kann ich hier alles einstellen. Wie gesagt, es gibt ein extra Video dazu. Wenn da noch Fragen zu sind, beantworte ich die euch auch gerne. Einfach in die Kommentare reinschreiben. Lese ich mir wie gehabt alles durch und versuche da möglichst schnell euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dann habe ich hier noch die GPS-Einstellung. Die Kamera hat leider keinen eingebauten GPS mehr. Ich hatte mal die 6D Mark II, das war ganz praktisch. Da konnte man dann zum Beispiel in Lightroom sehen, wo man überhaupt die einzelnen Fotos so geschossen hat. Der Aufnahmeort wurde dann immer in den Access-Daten in dem Bild mit abgelegt. Das war ganz praktisch. Ich habe da keinen GPS-Empfänger in der Canon EOS R. Deswegen kann man hier aber einen externen GPS-Empfänger, den es als Zubehör von Canon gibt, hier einrichten und mit der Kamera verbinden, wenn man das mag. Aber man kann auch, wenn man sein Smartphone per Bluetooth gekoppelt hat mit der Kamera, die Daten des Smartphones dafür benutzen. Es war ein netter Gimmick, der da drin ist, aber ich habe jetzt auch keine Lust, jedes Mal meine Kamera da zu koppeln. Mit dem Smartphone und einem GPS-Empfänger möchte ich mir nicht gönnen. Von daher, ich komme da auch ganz gut somit zurecht. Aber wer da Interesse dran hat oder den Nutzen oder die Anforderung hat, kann es mit der Canon EOS R dann auch machen und sich dann halt den passenden GPS-Empfänger zulegen und mit der Canon EOS R verbinden. Dann kommen wir schon zum Setup-Menü 6, dem letzten von den Setup-Einstellungsmenüs. Und hier gibt es die Multifunktionssperre. Und da auch nochmal gleich einen herzlichen Dank an meine Abonnenten. Da gab es den Hinweis, dass man ja auch die Touchbar darüber abschalten kann. Wir haben ja hier die feine Lock-Taste. Die zeige ich euch hier jetzt mal eben kurz. So, die Lock-Taste, da. Und hier kann ich ja verschiedenste Bedienelemente mit sperren. Ah, ist das scharf? Ja, so. So, und da kann ich dann hier in diesem Menü bestimmen, welche einzelnen Komponenten denn darüber gesperrt werden sollen im Standard. Und hier habe ich dann tatsächlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel das vordere Drehrad, das hintere Drehrad, die Touch-Steuerung, die Multifunktionsleiste oder das Drehrad, wenn man RF-Objektiv hat, getrennt oder über diese Taste abzuschalten und die so lange zu deaktivieren, bis man diese Taste dann halt wieder gedrückt hat. Wenn man irgendwelche Funktionen wie ISO-Einstellung auf der Funktionstaste auf der Touchbar konfiguriert hat, kann man das da kurzfristig wieder deaktivieren, wenn man Angst hat, man kommt dagegen, und wenn man es dann braucht, schnell darüber wieder einschalten. Ist vielleicht für den einen oder anderen eine Möglichkeit, da wieder ein bisschen Leben in diese Touchbar reinzukriegen. Ich versuche das gerade, wie ihr seht, an den Einstellungen. Ich habe halt das Display, die Touchsteuerung und die Touchbar darauf gesperrt, beziehungsweise kann die Sperre ein- oder ausschalten. Mal sehen, was die Praxis so bringt. Ich probiere das einfach mal weiter damit aus und werde euch gegebenenfalls hier auf meinem Kanal von meinen Erfahrungen da berichten. Ja, dann kommen wir zu den individuellen Aufnahmemodus C1 bis C3. Auch da habe ich euch schon ein Video hier auf meinem Kanal hochgeladen. Wen das interessiert, einfach hier in die Beschreibung reinschauen. Habe ich halt ein Video zu gemacht. Man kann halt individuelle Einstellungen auf diese C1 bis C3 Sachen legen und dann halt sich die verschiedensten Kameraeinstellungen vorspeichern und braucht dann nicht immer alle möglichen Menüpunkte hin und her zu stellen, sondern kann sagen, ich bin jetzt im Studio, ich brauche C1, ich bin draußen C2 oder wie auch immer. Wie das geht, Video ist in der Beschreibung, schaut euch das an. Ist ganz interessant und auch eine super Möglichkeit, schnell an seine Funktion wieder ranzukommen. Dann haben wir hier einmal noch, ja, ist fast in jedem technischen Gerät ja heute irgendwo drin, alle Kameraeinstellungen löschen. Ich kann mir die Kamera mehr oder weniger auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn ich mir jetzt beim Spielen mit den einzelnen Funktionen alles vergeigt habe und die Kamera nicht mehr so funktioniert, wie ich das gerne hätte, hier kann ich alles wieder zurücksetzen. Ich kann hier als nächsten Menüpunkt noch die Copyright-Informationen pflegen. Diese werden hier, kann ich die nochmal anzeigen,
Die werden dann jedem Bild noch mit abgelegt. Ich habe also in den Access-Daten immer meinen Namen drin und auch meine Internetadresse. Ich finde das immer ganz praktisch. Lightroom kann die dann auch bei der RAW-Entwicklung, gibt es dann die Informationen weiter. Von daher relativ praktisch und man hat halt die Möglichkeit, seine Informationen gleich mitzugeben. Und ja, wenn da ein Bild mal irgendwie mal auftaucht oder so, kann man eventuell mit dem Hinweis dann nochmal gucken, woher das Bild denn ursprünglich mal kam. Unter Name des Autors eingeben, kann ich halt den Namen entsprechend eingeben und unter Copyright Detail halt noch die zweite Zeile und habe dann halt die entsprechenden Sachen dann gepflegt, erste Zeile, zweite Zeile, um die Sachen dann in den Excel-Daten des Bildes mitzugeben. Als nächstes haben wir dann noch die URL für Handbuch und Software. Wer dann also sich im Internet nicht mehr zurechtfindet und überhaupt nicht mehr weiß, wo war denn jetzt nochmal die Kennenseite, der kann diesen QR-Code abscannen und hat dann die Möglichkeit, darüber direkt auf die Kennenseite zu der Seite der Canon EOS R zu gelangen. Alle Handbücher, Firmware, Software zur Kamera sind unter diesem Link verfügbar. Mit einem Handy abscannen, mit einem iPad, Tablet oder jedem anderen QR-Code-Scanner und man ist sofort an der richtigen Stelle, um sich die Informationen seiner Kamera, auch die letzten Informationen, die letzte Firmware halt runterzuladen. Dann habe ich hier noch die Zertifizierungslogos der Vollständigkeit halber. Das sind halt die Logos, die der Hersteller in die Kamera packt, um zu zeigen, welche Funkstandards da eingehalten wurden und so weiter und so fort. Nicht ganz so wichtig. Und als letztes haben wir dann noch die Firmware. Ich bin jetzt hier mittlerweile auf Version 1.6. Das hat auch gut geklappt, das Update. Also von daher kann ich auch nur empfehlen. Und wie ich ein Firmware-Update mache, das habe ich euch auch schon mal als Video hier auf meinem Kanal gezeigt. Verlinke ich euch auch nochmal hier unter dem Video. Ist super easy. Firmware auf die Karte packen, den Menüpunkt auswählen und dann wird die neue Firmware angezeigt, die man installieren will. Einmal noch klicken und dann installiert die ganze Sache. Wer es nochmal genauer sehen will, wie gesagt, in den Kommentar, in der Videobeschreibung packe ich euch noch den Link dazu. Dann könnt ihr euch das Ganze da auch nochmal anschauen, wenn da nochmal Fragen zu sind. Das war das Setup-Menü 6. Wie eingangs erwähnt, gibt es auch noch das Wiedergabemenü und die Custom Functions. Da geht es dann so ein bisschen ans Eingemachte. Da kann man wirklich auf den letzten Deut nochmal alle möglichen Einstellungen machen. Das werde ich hier auf meinem Kanal hier auch noch präsentieren als eins der nächsten Videos. Wem das Video hier gefallen hat, der lässt mir hoffentlich einen Daumen da. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Das hilft in der Bewertung meines Videos. Wenn ihr keins der zukünftigen Videos verpassen wollt, klickt auf Abonnieren, aktiviert euch die Glocke dazu. Hier gibt es alles rund ums Filmen und Fotografieren. Ich versuche möglichst einmal pro Woche euch ein neues Video hier zu präsentieren und ich würde mich freuen, wenn ich euch bei einem der nächsten Videos dann wieder begrüßen dürfte. Wenn ihr Fragen zu dem Menü irgendwo noch habt oder generell zu Canon EOS R, alles in die Kommentare, lese ich mir wie gehabt alles durch und versuche dann da möglichst Antworten zu liefern. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Fotografieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.